Kafkas letzte Tage. Montag, 5. Mai 1924. Ein reger Austausch zwischen Kierling und Prag. Es fällt mäßiger Regen und es kühlt ab. Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Kafka steht Besuchen skeptisch gegenüber. Sie benötigen einerseits ein erhebliches Maß an Energie. Andererseits bergen sie die Gefahr, dass die Besucherinnen und Besucher sich selbst ein Bild in Hinblick auf Kafkas gesundheitlichem Zustand machen könnten. So möchte Kafka es gerne bei Briefen belassen. Diese Korrespondenzen übernimmt ab Anfang Mai im Wesentlichen Dora Diamant, da auch das Schreiben für Kafka zu anstrengend wird. Eine gemeinsame Karte an die Eltern macht aus Kafkas, wie es heißt, vorläufiger Schwäche kein Geheimnis. Schön ist das, dass sie mir das des Schreibens übergeben haben. Ich bin sehr stolz darauf. Schade nur, dass sie dabei um ihre richtige Freude kommen. Aber das wird nicht lange so anhalten. Franz wird allmählich all seine Ämter gefälligst selbst übernehmen. Vorläufig ist er sehr schwach. Fieber zu manchen Tageszeiten. Aber seit gestern scheint es wieder zurückzugehen. Der Hals ist unverändert. Ein wenig heiser. Hindert im Sprechen, aber im Essen und sonst nicht arg. Husten auch nicht sehr viel. Wenn nur endlich die Sonne käme, da geht ja alles viel rascher und leichter vorwärts. Dora will den dramatischen Umstand, dass Kafka seine Korrespondenzen nicht mehr selbst erledigen kann, immerhin erreichen die Eltern noch im April lange Briefe, etwas abschwächen. Sie kommentiert sie abschließend. Franz wird schon brummen, dass ich ihm so wenig Platz freigelassen habe. Franz fügt hinzu. Liebste Eltern, der Postweg hierher scheint sehr lang zu sein, also auch der Weg von hier. Lasst euch dadurch nicht beirren. Die Behandlung besteht vorläufig, das Fieber hindert anderes, in sehr schönen Wickeln und in Inhalieren. Gegen Arseninjektionen wehre ich mich. Vom Onkel bekam ich gestern eine lang umhergeirrte Karte aus Venedig. Von täglichen Regenfällen stand dort aber nichts, vielmehr das Gegenteil. Das Fieber dürft ihr euch nicht zu arg vorstellen. Jetzt früh habe ich zum Beispiel 37. Während man sich mit den Eltern austauscht und Dora Diamant heimlich an Ottler und Elli Berichte und spezifische Bitten richtet, werden von Kierling aus auch an alle wichtigen Vertrauten, allen voran Max Brod, postalisch Informationen mit unterschiedlichen Darstellungen des tatsächlichen Gesundheitszustandes Kafkas gesendet. Seltener, aber doch regelmäßig, wird auch telefoniert. So ist ein reger Austausch zwischen Kierling, Wien und Prag entstanden. Einen ebenso regen Postverkehr gibt es zwischen Kafkas Schwestern und Robert Klopstock, einem jungen Medizinstudenten, den Kafka während eines Sanatoriumsaufenthalts 1921 kennengelernt hat. Klopstock erhält auch Post von Dora Diamant. Schon im April legte sie ihm die schwierige Situation an der Universitätsklinik in Wien dar und berichtete, dass sie Hoffnungen auf Heilung durch naturheilkundige Methoden hätte. Daraufhin schrieb Robert Klopstock an Kafkas Schwester Ottler in Prag und setzte auf ihren Einfluss auf die Wiener Geschehnisse. Denn Kafka sollte unbedingt weiterhin von Professor Hayek behandelt werden. Ich höre aber die sonst so erfreuliche Nachricht mit Besorgnis, dass Franz aus der Klinik fort will, weil die Möglichkeit besteht, dass Dora mit einem Naturheilkundearzt ihn behandeln lassen wird. Dass ich in ihrer Lage vollständig verstehe. Aber das bedeutet nicht, dass ich es zugebe. Ich lege die Karte bei, die ich sofort zu vernichten bitte. So auch diesen Brief. Ab diesem Tag, dem 5. Mai, kommen von Klopstock keine Briefe mehr. Er soll künftig direkt aus dem Sanatorium Hoffmann berichten. Glücklicherweise konnte er sich von seinen Verpflichtungen freimachen, um nach Kierling zu kommen. Die Familie Kafka übernimmt die Kosten für seine Reise. Noch am 5. Mai schickt Dora an Elli einen Brief, der die Hoffnungslosigkeit der Situation erstmals offen eingesteht. Lediglich die baldige Ankunft Robert Klopstocks steht in einem positiven Licht. Liebe Elli, ich habe versprochen zu schreiben. Solange ich noch fähig bin, mit der Außenwelt so viel in Berührung zu stehen, um ein Versprechen innezuhalten, will ich es tun. Es hat sich nichts geändert. Dank den Spritzen schläft er ein bisschen.
Mein einziger Wunsch ist jetzt nur noch, dass er nicht leidet. Andererseits fürchte ich, dass durch diese Mittel der Natur die letzten Möglichkeiten genommen werden. Die Medizin hat keine mehr aufzubieten. Bitte, ich werde nicht jeden Tag schreiben, ich halte es nicht aus. Habt Erbarmen mit mir. Niemand kommen. Wenn Klopfstock käme, wäre vielleicht manches zu erreichen. Ein Podcast der österreichischen Franz Kafka Gesellschaft.